Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung des Films 791 Kilometer. Und es sind nicht ganz 791 Kilometer zwischen Berlin und Köln, es sind nur knapp 570. Und die werden wir jetzt ohne Auto einfach überwinden, nämlich nur mit dem Internet. Und ich sage hallo, Lida. Hallo. Lida, wir beide konnten uns die neue Komödie von Vollidiot-Regisseur Tobi Baumann ansehen. Und nein, nicht Tobi Baumann ist ein Vollidiot, der Film hieß nur so. Und Lida, kannst du uns eben kurz erklären, worum geht's denn in dem Film? Wie du schon sagtest, die 791 Kilometer, die müssen zurückgelegt werden zwischen München und Hamburg von einer kleinen Gruppe an Figuren. Wir haben ja also ein Ensemble, bestehend aus Marianne, verkörpert von Iris Berben, Tiana von Nilam Farouk, Susi, Lena Olsendowski und Philipp, den Ben Münchow gibt. Und die quetschen sich alle in das Taxi eines von Joachim Kroll verkörperten, grumpeligen Fahrers, der sie um denn der Bahngutscheine willen, die alle haben, von München nach Hamburg karrt. Ein Sturm hat nämlich sämtliche Bahnverbindungen niedergelegt. Ich habe mir gedacht, hat so jetzt gar keinen Sturm gebraucht, es könnte einfach nur ein ganz normaler Dienstag gewesen sein. Aber wie dem auch sei, diese Gruppe sitzt dann nun im Taxi und die Strecke wird immer länger und man unterhält sich natürlich, es kommt zu den ein oder anderen Enthüllungen, Auseinandersetzungen und mehr oder weniger tiefschürfenden Gedankenaustauschen. Vielen Dank. 791 Kilometer ist einer dieser Filme, er fängt an und ich saß im Kino und nach 5 Minuten wusste ich schon so, oh, das wird unangenehm. Das wird ein harter Ritt, denn alleine wie die Figuren vorgestellt werden, weiß man, okay, das sind wirklich Figuren aus der Klischee-Klamottenkiste. Alleine wie Iris Berben vorgestellt wird, die sitzt dann auf dem Boden mit irgendwelchen jüngeren Leuten und die diskutieren dann halt eben über Nachhaltigkeit, über Umweltschutz und hier ist ganz klar, okay, also Iris Berben ist der Alt-Hippie. Dann wird Joachim Kroll vorgestellt, ist natürlich der Fleischfresser, der seine Wurst ja im Handschuhfach aufbewahrt und das Pärchen, wie hießen die noch gleich, die gespielt werden von Nilam Farouk und Ben Münchow, da ist klar, sie ist Karrieristin und er ist mehr so der, ja, nette Typ. Und um das Ganze noch zu vervollständigen, haben wir noch Lena Olsendowski als, ja, ich möchte es gar nicht zu laut sagen, aber als Person mit Handicap. Und die fahren halt einfach durch. Im Prinzip habe ich jetzt nur deine Synopsis wiederholt, aber was soll ich sagen? Es ist so, ach nee, ich habe darauf keinen Bock, aber ich habe es mir trotzdem angeguckt. Ja, was du sagtest, dass man sofort weiß, wo die Reise hingeht, dass alles genauso klar ist wie die Strecke von A nach B, die dieser Film nicht nur dramatisch, sondern auch narrativ und dramaturgisch, inszenatorisch abarbeitet. Hier ist wirklich alles so, wie man es vorhersehen kann. Es gibt keine Überraschungen. Und die Figuren sind an sich eben auch so öde gemacht, dass auch da man das Gefühl hat, dass man sie schon 3000 Mal in Filmen gesehen hat. Und bei so jemandem wie du oder mir kommt das vielleicht auch wirklich hin, gemessen an der Filmzahl, die wir uns jedes Jahr als Kritikerinnen ja reinziehen. Dann gibt es auch nicht sonderlich viele Ereignisse auf der Strecke. Wenn dann jetzt noch mal irgendwas passieren würde oder die Dialoge peppig, spannend oder so wären, aber weder das eine noch das andere, sodass man sich immer mehr fragt, was soll denn das Ganze jetzt eigentlich? Was das soll, ich glaube, letztlich will der Film eines aussagen, nämlich auch Veganer und Fleischfresser können Freunde sein. Das ist total toll, dass es dieser Film sagt, weil das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, dass das möglich ist. Aber dieser Film baut das so ein bisschen auf, als wäre es die Erkenntnis des Jahres. Und das ist, es ist einfach nur langweilig und auch ein bisschen mutlos, weil da auch nichts dran ist an dem Film, was überrascht, was auch mal ein bisschen provozierend ist. Das läuft alles auf sehr klaren Bahnen. Das ist so dieser Film, der vermutlich dann irgendwann in der Bildzeitung gefeiert wird als dieser Film bringt Menschen zusammen. Ja, das Ganze soll so herzerwärmend sein, aber stößt einem dann immer öfter unangenehm auf. Zum Beispiel merkt man, dass hier etwas sehr Altbackenes darunter steckt und auch so der Gedanke, dass ja so ein latenter Rassismus oder Klassismus oder Ableismus, dass das völlig in Ordnung wäre und die Leute ja trotzdem ganz herzig. Nee. Es ist nicht alles einfach so, dass man es weglächeln kann oder weglächeln sollte.
Und immer wenn man denkt, jetzt könnte man ja vielleicht mal wirklich ein bisschen kritisch sein oder ein paar Aspekte ansprechen, geschieht das doch nicht. Und sehr unangenehm aufgefallen ist da besonders einmal diese Konstellation zwischen Nilam Farooqs Figur und der von Ben Münchow, dieses streitende Paar. Er ist wirklich ein absolut unsympathischer Typ. Er ist einfach nur einer dieser demotivierten, klettigen Leute, die aus unerfindlichen Gründen in Filmen, wie es eben zu oft ist, irgendwie eine Topfrau abgekriegt haben. Diese Konstellation, absolut schlurfiger Mann, kriegt super 1A-Frau. Die hat man ja oft, was denn all diesen Typen irgendwie vermittelt, sie hätten die besten aller Frauen verdient. Man wünscht sich einfach nur, dass sie sagt, komm, tschüss, in die Tonne getreten und ihren Plänen nachgeht. Und dann macht der Film aber genau das Gegenteil, nämlich, dass sie sich mit ihm gefälligst abfinden muss, ihre Karriere und alles hinschmeißen muss, nur damit dann da irgendwie das 1A-konservative Familienbild erfüllt wird. Das ist mir sehr unangenehm aufgestoßen. Und ganz schlimm wirklich die Figur hier von Lena Olsendowski. Das ging gar nicht. Sie soll jemanden mit Handicap darstellen, aber so wie diese Figur hier gezeichnet ist, ganz, ganz schlimm. Sagen wir, wie es ist, sie spielt halt das Klischee von der lieben, netten Behinderten. Lieb und nett trifft es noch nicht ganz, sondern es ist halt diese Verkindlichung, diese Verniedlichung, dieses wirklich völlig falsch darstellende von einer, weil sie haben soll, nämlich eine Art Lernstörung und Entwicklungsverzögerung. Und das wird dann ganz gerne auf der Leinwand so dargestellt, als ob diese Leute einfach so sind wie, ja, leicht tollpatschige Sechsjährige. Und vor allem wird auch wieder da reingefügt von wegen, sie ist es ja nur, weil ihr was Schlimmes passiert ist als Kind. Ne? So nach dem Motto, es ist nicht irisch. Ich meine, es ist natürlich niemandens Schuld, wenn man dieses Handicap hat. Aber es muss natürlich immer gekoppelt sein im Film an irgendeine tragische Geschichte. Es ist auch echt nur noch öde. Wirklich. Absolut. Und dann auch die Art, wie sie selber diese Geschichte erzählt, ist einfach in jeder Form nur abgeschmackt und manipulativ. Auch die Frage, die sich da stellt, wer hat ihr das so vermittelt? Warum erzählt sie das in dem Moment? Und dann auch der Punkt, dass das, was sie da erzählt, die Art von Gewalterfahrung, die sie gemacht hat, die dann angeblich dazu geführt hat, dass sie eine Entwicklungsverzögerung hat, überhaupt nicht mit der Art von dargestellten Entwicklungsverzögerung zusammenpasst. Also es ist so ähnlich, als ob ich irgendwie in einem Film sage, und dann hat er sich das Bein gebrochen und seitdem ist er blind. Also so Sachen, die wirklich nicht ineinander mit Korrelation stehen, und dass man sich dann auch denkt, haben die Leute denn nicht mal sich die Mühe gemacht, vielleicht ansatzweise sich zu informieren, was wie verursacht wird, oder sind da vielleicht, oh Gott bewahre, mit tatsächlichen Menschen mit Handicap in Kontakt zu treten oder vielleicht sich sogar Schauspielende holen, die ein Handicap wirklich haben und das darum dann auch realistisch darstellen können? Das wäre ja mal was ganz Neues, ja? Ja. Aber natürlich nicht. Und so wirkt das auf sehr vielen Ebenen sehr deklassiert und unangenehm. Ja, und es ist auch alles wirklich komplett langweilig. Also der Film spielt wirklich größtenteils halt in diesem Auto. Natürlich wird immer wieder ausgestiegen, weil wegen Stau oder wegen Pinkelpause. Und natürlich passiert dann auch immer was. Aber ich finde ja, dass so eine Limitierung auf einen Handlungsort ist ja auch immer eine Chance, sich so ein bisschen auszuprobieren, ein bisschen was auszutesten. Ja, aber der Film ist halt einfach, was das angeht, auch unglaublich langweilig inszeniert. Also ich finde, dass der stellenweise mehr auch wie ein Fernsehfilm aussieht als ein Kinofilm. Absolut. Wir haben hier weder visuell noch dramaturgisch oder darstellerisch irgendwas Gutes. Das soll jetzt nicht heißen, dass so jemand wie zum Beispiel hier Nilam Farooq, dass das keine gute Schauspielerin wäre, sondern sie hat hier einfach wirklich nichts in der Hand, außer dieses Klischee der Karriere-Tussi, das sie abarbeiten muss. Da kann man kaum irgendwas draus machen. Und auch was der Film hier eben an Botschaften vermittelt, was nett und irgendwie herzerwärmend sein soll, aber wirklich einfach nur plump bis fragwürdig ist. Auch dieser Gedanke, dass Leute sympathisch gemacht werden oder einem sympathisch sein sollen und nett sein sollen, weil sie eine Krankheit haben oder was Schlimmes erlebt haben. Oder, und das ist wirklich mit einer der unangenehmsten Situationen von einem Film, der viele, wie wir schon ansprachen, abgeschmackte und unangenehme Aspekte hat, weil jemandem, den sie kennen, etwas Schreckliches zugestoßen ist. Hallo?
wo man sich eher die Frage stellt, wie war denn vielleicht die betreffende Figur daran involviert, dass dieser Person da etwas Schlimmes zugestoßen ist? Oder wo war eigentlich die Person in ihrer Verantwortungspflicht, als es mit dieser Person, der da dann etwas Schlimmes zugestoßen ist, immer weiter bergab ging? Nein, dann ist es so, dass der potenziell hier eher schuldig ist, auf einmal Mitleid verdient hat. Nee, geht gar nicht. Was ich auch seltsam fand, es gibt eine Episode, wo diese Susi halt, sag ich mal, allein unterwegs ist und dann in einer Art Krankenhaus. Und das soll dann aber plötzlich so eine Traumsequenz sein oder dann sehen wir plötzlich die Situation aus ihrer Perspektive und das wirkte auch wie ein Fremdkörper. Ich meine, das war das einzige Mal, wo ich das Gefühl hatte, okay, da versuchen die Macher sich so ein bisschen auszuprobieren, aber das wirkte halt wirklich so wie, versuchen wir diesen kleinen Strohhalm zu ergreifen und sie versuchen, es ist schon mal viel wert, aber das Ergebnis ist halt auch relativ schwach. Und das, also, wobei das ist das einzige Mal im ganzen Film war, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt hier zumindest was, worüber ich nachdenken kann. Stu, ich muss dir jetzt was sagen und das ist jetzt wirklich ein Schock. Das waren keine Traumsequenzen. Ach, scheiße. Ja, es ist, ich weiß, ein wünschtiges wäre eine Traumsequenz gewesen, weil das wirklich so abstrus und völlig, wie so vieles in diesem Film, unangebracht ist und auch nicht komisch. Aber es war ernst gemeint. Also ernst gemeint als reale Handlung, die natürlich amüsant sein sollte, aber es überhaupt nicht ist. Und da seht ihr, wie schlimm dieser Film wirklich, also ist man. Man betrügt sich schon selbst und sagt sich, das kann jetzt ja keine stringente Handlung in einer einigermaßen realistischen, das ist ja kein Trash-Film. Er will ja nicht jetzt nur pur absurder Trash für das Ganze ja nicht sein. Es will ja irgendwie eine ernst gemeinte Ensemble-Komödie sein. Ist aber eben eine deutsche Komödie und wir wissen ja, was das schon mal bedeutet und dann eben auch noch wirklich keine gute. Ja, okay. Weil ich dachte halt wirklich, eigentlich wäre es doch ganz cool gewesen, wenn wir im Laufe dieser 100 Minuten immer wieder Situationen aus Susis Perspektive sehen, aber wirklich so, wie sie sie sieht. Das hätte ich, glaube ich, spannend gefunden und interessant und vielleicht auch unterhaltsam, aber gut, dann, es war... Ja, also was du gerade ansprachst, spannend, interessant, unterhaltsam, das ist eben all das, was der Film nicht ist. Ja, also... Und das muss man auch mal sagen, also ich glaube, eine Autofahrt von München nach Hamburg bei Stau, Gegenwind und 30 km/h ist vermutlich kurzweiliger als dieser Film. Und der geht nur 100 Minuten. So. Tatsächlich habe ich genau so als in der Art of Blau, der ich in meiner Kritik geschrieben. Denn das ist der Eindruck, den man irgendwie hier bekommt. Man möchte lieber von München nach Hamburg fahren, mit anderen fremden Leuten ein Taxi gequetscht, als sich das anzuschauen. Kurze Frage, deine Kritik, wo kann man die lesen? Um mal hier ein bisschen Werbung zu machen. Ich meine, wir haben ja jetzt... Bei Wix Filmkritiken. Okay, dann schaut mal bei den Kollegen rein. Dann könnt ihr diese Lieders Verriss nochmal in Wort und Schrift lesen. Und pass auf, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll, außer ich habe nichts mehr außer mein Fazit. Also vielleicht hast du noch was außer das... Gut, dann würde ich sagen, lass mal links ranfahren und ja... Ich fange mal an. Er ist nicht gut. Er ist einfach nicht gut. Er macht keinen Spaß. Und es ist ein Film, den ich, glaube ich, am Rastplatzzaun einfach stehen lassen würde. So viel zu meinem Fazit zu 791 Kilometer. Dieter, jetzt darfst du. Ja, was soll man da noch sagen? Wenn bei über 103 Minuten die Pinkelpause das Highlight an Spannung und Unterhaltung ist, dann ist das Ganze wirklich einfach nur so amüsant wie anderthalb Stunden Kreisverkehr. Ja, spannender ist dann wahrscheinlich auch ein paar Fahrten mit der Deutschen Bahn, ob sie kommt oder nicht. Und wenn nicht, dann kann man wahrscheinlich mehr erleben als interessantere Leute treffen, als hier in diesem missglückten Komödien-Lowlight. Insofern keine Empfehlung von uns. Damit sind wir ja durch. Das heißt, ich kann meine Hardwurst aus dem Handschuhfach holen und sie wegsnacken. Ich sage vorher noch, vielen Dank fürs Zuhören. Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem natürlich auf unserer eigenen Webseite tele-stammtisch.de. Ich sage auf Wiedersehen und Lieder, du kennst das Spiel, dir gebührt das letzte Wort. Tschüss. Macht's gut, Leute. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.